Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge durften wir unseren Starter beerdigen gehen. Das war sehr traurig, aber die Arenaleiterin, die dachte sich einfach mal hier, ja komm, Hitzekoller, ne? Und er hat dann, ja, Hitzekoller und dann Volltreffer und Franz dann, so. Das war die letzte Folge kurz zusammengefasst, genau. Aber das Leben geht weiter, deswegen stehen wir jetzt hier vor der Wüste und dürfen da gleich reingehen, weil wir das Wüstenglas bekommen haben von der Maike. Und das hier ist Route 111 und auf der Route 111 haben wir noch kein Pokémon gefangen. Das heißt, hier in der Wüste dürfen wir uns ein Pokémon fangen, weil da unten gibt es nur Wasser und Zertrümmererfelsen und auf Wasser, da können wir noch nicht und bei den Zertrümmererfelsen, da gab es nichts und oberhalb der Wüste, da gab es jetzt auch kein Gras, ne? Auf der Route 111 zumindest nicht, sondern nur auf 112 und 113. Deswegen ab rein hier. Hallo. Was? Hier ist Eduard. Ich habe meine Studien, aber ich bin wohl zu niemand wie Rauch werde ich. Okay. So, hier ist auch ein Item. Sternenstaub. Sehr schön. So, was gibt es hier noch? Ein Pokémon. Ein Pokémon, was ich fangen kann. Sandan! Hi! Hat auch so süß mit den Armen schon gefunken. So, hallo. Der Sandsturm tobt. Okay, Muggelhieb. Ja, schräg zurück, jawohl. Also das mit dem Sandsturm, das ist hier in der Wüste natürlich ein bisschen ungeil, aber ist halt so, ne? Erstauner. Was, wie ging daneben? Wieso ging das denn jetzt daneben? Okay, er hat die Verteidigung erhöht. Das heißt, der Erstauner macht noch weniger Schaden als so schon. Aber das ist nicht schlecht. Können wir ein bisschen genauer ihn schwächen, wisst ihr? Immer nur so ein KP und dann immer schön weiter bis in den roten Bereich. Finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass wir jetzt hier die ganze Zeit vom Sandsturm getroffen werden. Giftstachel! Aua! Ich glaube, es hackt. Kann der Giftstachel. Ich würde dich ja auch gerne vergiften oder verbrennen oder sowas, ne? Aber erstens kann ich das gar nicht und zweitens drohst du dann zu sterben. Deswegen müssen wir das leider weiterhin mit Erstauner machen und Miguel muss weiterhin vom Sandsturm getroffen werden. Au. Sandsturm, oh mein Gott. Soll ich einfach mal einen Ball werfen, hä? Ah, komm mal her. Einen zumindest. Superball! Drück die Daumen. Sonst müssen wir weiter erstaunen. Yay! Okay, wunderbar. Sandan. So, wie nennen wir das denn? Ist männlich? Rollt es sich zu einer Kugel zusammen, prallt jeder Angriff von ihm ab. Seine Haut ist sehr fest, da es in der Wüste lebt. Ja, wir könnten vielleicht. Also ist ja eine Maus, ne? Das ist jetzt sehr einfallsreich, aber das ist mir gerade mal egal. So, Englisch oder deutsche Schreibweise? Was machen wir? Ach komm. So. Mickey Maus. Wisst ihr, wegen Maus. Und ihr habt ja eben im Pokédex gesehen, ist das Maus-Pokémon. Deswegen. So, heißt jetzt so, wie es heißt. So, okay. Und ich werde jetzt gerade den lieben Miguel nochmal heilen. Denn jetzt gibt es hier ein paar Trainer, die aufs Maul wollen. Der da zum Beispiel. Oder will er nicht aufs Maul? Der will ja gar nicht aufs Maul. Hier in der Nähe sollte eigentlich ein Turm sein, der ganz aus Sand besteht. Aber aus irgendeinem Grund ist er nur manchmal sichtbar. Deshalb nenne ich ihn Wunderturm. Aha. Okay. Da ist ein Trainer. Hallo. Ich mache ein Picknick in der Wüste. Hier findet man überall Trainer. Und so kann ich hier auch Kämpfe genießen. Geil. Welchen Ort gibt's? Also welchen besseren Ort gibt es für ein Picknick als mitten in der Wüste? Wo es heiß ist, die Sonne brennt, ein Sandsturm tobt. Ja. Naja, dann. So, Mogelhieb erstmal. Wieso geht er daneben?
Ich weiß warum. Wegen deiner speziellen Fähigkeit, Sandan, hä? Sandschleier oder Schleicher oder so ähnlich. Bist du schneller oder ich? Absorber. Nein, wir sind schneller. Okay. Da müssen wir wohl den Schaufler jetzt abbekommen. Au. Ja, passt schon. Okay, Miguel, dann hoffe ich mal, dass du jetzt hier was triffst. Mit dem Absorber. Och, Alter. Gibt's das denn? Sandwirbel, ja, senke noch weiter meine Genauigkeit. Kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank dafür. Oh, nee. So, jetzt aber. Haha. Oh, Junge, was? Sogar Giftstachel. Oh, jetzt werden wir noch vergiftet, oder wie? Nein, werden wir nicht. Oh, Miguel, bitte treff einfach den Absorber, damit wir wieder ein bisschen KP kriegen. Ja? Komm. Ja, okay. Ich glaube, mit Miguel hat das hier wenig Sinn. Ich glaube, das bringt nichts. Einer geht noch. Jawohl, okay, sehr gut. Also das wäre auch der letzte Versuch gewesen. Oh, macht ja gar nicht so viel Schaden. Okay. Schlitzer, aua. Hey. Okay, ja, wir müssen austauschen, denke ich. Mhm. Überlege ich schon mal gerade zu wem. Ich denke mal zu Mushu. Ja. Das war keine Wasserattacke. Weiterhin nicht. Aber hat erstmal hier den Bedroher und ist immun gegen die Bodenattacken, genau. So. Sandsturm tobt, natürlich. Ja. So, Biss. Ach, das mit dem Sandsturm, das dauert alles. Aua. Das tut weh. Jawoll! Mushu, was bist du denn, Oh, Pupanze. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist ja gut, dass wir mit Mushu drin sind, ne? Sehr, sehr gut. So, genau, erstmal Sandsturm, tralala, und jetzt Biss. Ham, nam, nam. Wie lecker. Lehm. Schmeckt. Oh, Felsgrab. Oh, das ist sehr effektiv, aber... Ah, okay, macht nichts. Alles klar. Außer die Initiative senken, das macht es, aber ist egal. Ein Biss und das Ding ist kaputt. Wir dürften noch schneller sein. Nein, sind wir nicht. Aber Felsgrab geht daneben. Das ist auch gut. So. Ich dachte, weil Garados ja normalerweise sehr... Also schon ordentlich schnell ist. Und Pupanze eher nicht. Ne? Oh, du bist so gemein, sagt die, die mit ihrem Sandan fast hier, ne, mein Lombrero und so. Ne? Also das ist schon... Und ich bin gemein, sagt sie. So, weiter im Text. Was gibt es hier? Da ist noch ein Trainer. Mit diesem Wissengas fühle ich mich wie ein Superheld. Im Moment kann mich einfach niemand besiegen. Ja, doch, doch, schon. Mein Miguel kann es. Burkhard mit einem Pupanze. Pupanze, Pupanze. Und Pupanze hat leider nicht diese Fähigkeit wie Sandan. Das heißt, Miguel hat jetzt keinen Grund, nicht zu treffen. Boing. So, jawoll. Sehr schön. Ja, ja, der Sandsturm. Kennen wir ja schon, ne? So. Und jetzt Kugelsaat. Ratatatatatatatam. Ratatatatatatatam. Kommt noch ein paar. Ratatatatatatatam. Sehr schön. Ein Volltreffer. Nein. Aber vier Treffer. Und noch einen. Ah. Na gut. Ich sollte auch nicht zu gierig sein, ne? Vier Treffer sind ja schon ordentlich. So, nochmal. Und jetzt wird's besiegt. Weil Miguel wieder mehrere Treffer macht. Okay, zwei haben schon ausgereicht. Sehr gut. So, Miguel erreicht Level 22, ne? Hab ich gehört. Nein, tut er nicht. Okay. Und ein Sandan, ja.
Das kennen wir ja schon, ne? Und wissen, wie dreckig das sein kann. Okay, Miguel trifft. Sehr gut. 5 Treffer. Na? Was hältst du davon, Miguel? Nein, nur 3. Naja. 3 sind besser als 2. So, der Sandsturm wieder, natürlich. Ich hätte ja mein Kamaup. Natürlich, Miguel, klar. Ich hätte ja mein Kamaup mitnehmen können, ne? Das wäre resistent gegen den Sandsturm gewesen. Aber Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Kamaup. Und deswegen, das wäre uncool. Kugelsaat. Boah, Alter, triff doch! Wieso triffst du denn nicht? Einfach treffen. Ist doch nicht so schwierig, oder? So, bing, ding, ding, ding. Ja, hier, Mushu muss ich wohl wieder richten, ne? Mein Gott, ne. Ganz im Ernst. Unglaublich. Jetzt, Miguel, guck genau hin, wie Mushu das macht, ja? Ein Biss und dann ist er dann kaputt, sag ich dir. So, Biss, weg damit. So, tschüss. Ne, der trifft doch wenigstens. Ja, Level 22, hast du verdient, wirklich. Pupanze. Alles klar. Ja, der sagt... Och Gott, riecht der mich auf. Ich meine, ich könnte ja auch einfach, hätte ich ein Pokémon, ne? Also so einfach ist es auch nicht. Aber man könnte ja auch einfach Sonntag oder Regentanz oder so einsetzen. Ja. Aua. Das tut doch weh. Meine Güte, nee. Ja. So, tauschen wir wieder aus oder was? Ja, nur zu wem, ne? Ich glaube, heilen ist besser. Super Trank. Flop. So. Nochmal Turbodreher. Ja, Turbodreher ist gut. Das macht nämlich kaum Schaden, selbst mit dem Volltreffer. Das heißt, wir halten jetzt den Sandsturm aus und ein mögliches Felsgrab und können angreifen. So, Biss. Oh, Turbodreher. Ja gut, das halten wir auf jeden Fall aus. Yay. Nam, nam, nam. So, weg mit dir. Tschüss, Pupanze. Man sieht sich. Okay, der Burkhardt ist erledigt. Ich kann doch nicht nur im Geiste gewinnen. Wie auch immer. So, Beutel. Super Trank für Miguel. Schön. Schön, schön. Okay. Dann, was gibt's denn hier noch so zu entdecken? Da ist noch ein Trainer. Das Wissenglas steht hier gut, aber ich bin sicher, mir steht es besser. Wir entscheiden das besser in einem Kampf. Ja. Finde ich auch sehr schön, dass die Entwickler hier daran gedacht haben, den Sprites hier von den Trainern, ne, das Wüstenglas auch aufzusetzen. Ja. Haben sie nämlich nicht. So. Los, Miguel. Ja. Der Sandsturm. Oh, der braucht so viel Zeit. Mogelhieb. Boing. Ich bin jetzt Level 22 geworden. Sandan, ich bin jetzt viel stärker. Kugelsaat. Boah, geht das schon wieder los. Geht das schon wieder los. Ist doch nimmer normal. Pokémon. Mushu. Ja. Ich dachte eigentlich, dass mein Miguel wegen seinem Typvorteil hier Sandan und die ganzen anderen Viecher, die hier rumlaufen, richtig krass überwältigen wird, ja? Ja, und dann liefert die hier sowas ab, ne? So. So wird das gemacht. Sehr geil. Sehr gut, Mushu. Wunderbar. Hättest nur auch den 1 KP da noch abziehen können, aber... Ja. Machen wir den Zertrümmerer und fertig. Sehr schön. Arnold erreicht Level 21. Wunderbar. Isidor, aha.
So ein netter Name. So, ansonsten haben wir hier nichts mehr zu tun, ne? Ah. Ich will keine wilden Pokémon treffen, weil wir hier schon eins gefangen haben. Und es dann uninteressant ist. Hallo, du da. Entschuldigung. Hi. Ich habe gehört, dass man in der Wüste Fossilien finden kann, aber wo? Weiß nicht. Vielleicht in diesem lustigen Turm, wie heißt du, Heidi? Den der eine Wanderer da eben erwähnt hatte. So, naja, der Sandsturm. Kenne man ja, ne? Mogelhieb. Geht daneben, natürlich. Was auch sonst. Schlitzer. Oh Mann. So ein Schlitzer ist schon gefährlich, ne? Der tut ganz schön weh. So. Absorber, Treff. Danke. So, sehr schön. Das war ja schon mal ein ordentlicher Happen, ne? So, und da ich jetzt hier den Schaufler wieder nicht abbekommen möchte, tausche ich wieder aus zu Mushu. Denn Mushu kann das gut. Das hat sich nicht gereimt. Es sollte sich aber reimen. Also ich hatte eigentlich vor, einen Reim zu machen, aber naja. Künstlerische Freiheit. Also eigentlich, es reimt sich jetzt. So, weil ich das sage, reimt es sich. Biss, bitte. Danke. Wieso überleben die immer mit einem KP hier? Ärgerlich. So, Tackle. Boing. Dass ich immer noch Tackle einsetze. Unglaublich. So, wen hast du jetzt? Meryl! Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, hier auf einen Meryl zu treffen. Aber schön. So, bist du jetzt auch getroffen von dem Sandsturm, ja? Tatsächlich. Sehr gut. Okay, Pokémon. Miguel, komm mal her, bitte. Meryl kann uns nämlich nicht viel tun. Und wir können mit Absorber viel tun. So können wir uns auch ein bisschen heilen. Na? Gute Taktik, oder? Finde ich schon. So. Absorber. Her damit. Her mit deiner Lebensenergie. Schmeckt gut. Rutenschlag. Kannst du gerne machen. Vielleicht kommt wahrscheinlich hier, weiß ich nicht. Gigastoß oder so. Und ich denke mir, haha, Meryl kann mir nicht viel tun. Ne? Und dann, bam, Digga. Ja, weiter. Da triffst du wenigstens Miguel, hä? Walzer, aha. Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht kommt auch ein Walzer. Aber passt schon. Ich werde jetzt noch einen Absorber einsetzen. Und dann hab ich dich eigentlich besiegt, oder? Ich denk schon. Müsste. Flop. Was? Nein? Ja gut, aber der Sandsturm. Der Sandsturm, der wird dich erledigen. Jetzt krieg ich nur leider einen stärkeren Walzer ab, aber passt. Genau. Sandsturm. Auf Wiedersehen, Meryl. Wir sehen uns. So. Und so. Tschüss. Ah, ich hab's an den Augen, jetzt muss ich sterben. Ja. Wunderbar. Die Heidi. Ich war in Gedanken bei den Fossilien. Wir finden immer irgendwelche Ausreden, gell? So, was haben wir hier unten mit dir? Hi. Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Werde ich jetzt herausgefordert? Nee, du forderst mich ja scheinbar heraus. Von mir aus müssen wir nicht kämpfen, aber du willst ja unbedingt. Oha. Ruin-Maniac, Rüdiger. Im Sandama. Oh. Das ist gefährlich. Ist ja sogar weiterentwickelt. Mogli. So. Genau, jetzt kommt der Sandsturm. Der mich so aufregt. Absorber. Och Gott. Ist ja sogar schneller als ich. Na, sowas. Okay. Ja, dann wissen wir ja schon, was wir jetzt machen, ne?
Erstmal werden wir vom Sandsturm getroffen. So. Und dann werden wir Mushu einwechseln. Welcher schon so gut wie besiegt ist. Aber egal. Wir haben ja noch einen Trank. Genau. Das ist das Geräusch des Bedrohers. Ah, herrlich. So, jetzt kommt der Sandsturm wieder. Der mich so extrem aufregt. Aber ich lasse es mich nicht anmerken. Nein. Beutel. Super Trank. Mushu. So, schön. Wer kommt jetzt? Giftstachel. Ist in Ordnung. Hauptsache, ich werde nicht vergiftet. Volltreffer. Aha. Der Sandsturm. Okay. Kampf. Biss. Ja, okay. Ich glaube, so können wir erstmal weitermachen. Es sei denn, Sandama macht einen Volltreffer mit seinem Schlitzer. Boah, geht daneben. Och, Leute. Ja, Sandwirbel. Ey. Schon ein klein wenig ekelhaft, ne? So, Mushu. Was hältst du davon, jetzt mal ordentlich zu treffen, ja? Von mir aus auch ein Volltreffer hier. Bats, weg damit. Ja. Yeah. Aber schräg zurück. Das ist auch in Ordnung. Wer weiß, was der dann gemacht hätte. Hier, Schlitzer, Volltreffer kaputt oder Giftstachel vergiftet. Ah. So, jetzt kaputt. Weg damit. Sandwirbel. Hm. Naja. Ich denke mal, ein Tackle wird es jetzt richten, wenn ich treffe. Ja. Der hat nämlich schon so stark meine Genauigkeit gesenkt. Da ist es nicht verwunderlich, dass ich nicht treffe. Aber ich will treffen! Okay, ich tausche aus. Ich glaube, das ist am intelligentesten. Nur zu wem, ne? Pokémon! Zu Torlinde! Was? Ein Elektro-Pokémon? Gegen ein Boden-Pokémon? Ist der denn bescheuert? Erstens ja und zweitens, ich habe meine Gründe. Aua. Ruckzuckieb. Boing. Tschüss. Weg damit. So, Arnold erhält ordentlich Erfahrung, sehr schön. Ich habe nach Ruinen, aber leider nicht nach starken Pokémon gesucht. Obwohl, ja, also Sandama ist ja schon, also kann schon was, ne? Ja, gib mir deine Nummer, sehr gerne. Mhm. Kann mir nichts Schöneres vorstellen als die Nummer von so einem verrückten Ruinfrängel. So. Das. Ich wusste schon, warum ich so viele Supertränke letztens gekauft habe, ne? Ist ja heftig, ey, wie viele wir hier verballern. Doppelkampf. Okay, einen Moment bitte. Sollen wir mal Arnold kämpfen lassen? Vielleicht kommt ja auch ein Gesteintyp, ha? So. Jawohl. Wie stark du wohl bist! Wir werden dieses Geheimnis lüften! Ich hätte nicht herkommen sollen, um ein Picknick zu veranstalten. Ja, warum bist du dann da, beziehungsweise warum bist du noch da? Du kannst ja auch einfach gehen. Martin und Jenny, Sandan und Meryl. Okay. Alles klärle, mein Bärle. Dann werden wir jetzt erstmal das Sandan erledigen. Erstmal Mogelhieb, so. Oh ja, Protzer. Erstmal so voll krass auf dicke Hose machen. Komm her, doch. Genau. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Sehr wichtig. Guten Schlag, okay. Verteidigung sinkt auch direkt wieder. Naja. Sandan schreckt zurück. Wunderbar. Sandsturm tobt. Jetzt dauert das noch ein bisschen länger. Mit dem Sandsturm. Boing. 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 So. Absorber. Und du... Karateschlag. Ach, geht daneben. Bitte.
Und deswegen will ich Sandan so schnell wie möglich einfach aus der Füße haben. So, Arnold, wunderbar. Ja, das finde ich auch sehr leiwand. Finde ich das. Tschüss, Gesichter braucht kein Mensch. Sandama. Aquaknarre gegen Miguel. Gute Idee, Meryl. Gute Idee. Ach, der Sandsturm. Doing. 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 So, Absorber. Karateschlag. Kratzer. Au. Oh, Volltreffer. Hm. Gefährliche Angelegenheit mit dem Sandama. So. Und jetzt. Und jetzt, komm, drauf. Oh, geht daneben. Ich glaube dir nicht. Wieso greifst du ständig mit Wasserattacken Miguel an? Bist du blöd? Also scheinbar schon, aber... Naja. Ich beschwer mich mal nicht, ne? So, wir müssen aufpassen, dass Arnold die ganze Sache hier übersteht. Weil wir Arnold noch brauchen. Beutel. Supertrank. Auf Arnold. Yeah. Hey, Arnold! Ein Igler? Okay. Wenn du gleich hier mit dem Walzer ankommst, ne? Fände ich nicht so geil. Da 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 da. Da 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 da. Seht ihr? Walzer, da ist er schon. Ha! Sandsturm tobt! Doing! Kann Meryl nicht einfach Regentanz einsetzen vielleicht? Oh, nochmal Doing, ja. So, Absorber, naja, ja, komm. Oder? Ja. Oh, nee, das solltest du nicht. So. Und Karateschlag gegen Meryl. Nochmal ein Igler, sehr schön, okay. Hauptsache, du schadest mir nicht mehr. Du bist nämlich böse. So, Meryl, bereit zu verrecken, ja? Jetzt werden zwei Pokémon auf dich einprügeln. Ich hoffe, du bist bereit. Jawohl. Sehr gut. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Trainerin von Meryl ziemlich bescheuert, ja? Wasserattacken gegen Miguel und Gesteinattacken gegen Arnold, ja? Wäre das mal andersrum, dann wäre einiges besser gewesen. Um einiges besser. Aber, na, ich beschwere mich nicht, ne? Protzer! Wer weiß, was du als zweites Pokémon hast. Will ich gar nicht wissen. Deswegen bereite ich mich mit Arnold ein bisschen vor. Tschüss, Meryl. Wiedersehen. Lombrero! Hi! Bist du die Schwester von Miguel, ja? Carlotta. Jetzt wird wieder jeder getroffen. Kennen wir ja auch schon als Spielchen. So. So. Und so. Ja, und was machst du? Naturkraft. Erdbeben! Erdbeben! Arnold! Oh! Oh! Du wagst es! Oh, Junge! Komm, hoffentlich besiegt dich der Sandsturm, ey! Du hast es nicht anders verdient! Weg mit dir, Alter! Bah! Erdbeben macht er einfach! Arnold erreicht Level 23. Yay. Tschüss, ihr beiden. Oh, deine Stärke ist ein Mysterium. Eigentlich ja nicht. Oh, ich hätte wirklich nicht herkommen sollen. Dann geh doch. So, jetzt muss ich wieder meine Viecher heilen hier. Supertrank erstmal auf Arnold. Ja gut, ich glaube, Miguel ist erstmal gut dabei. Der braucht keine Heilung. Ein wildes Pokémon. Ein Sandan. Na du. Du Schnuggel, du.
Ja, ja, der Sandsturm, kennen wir ja schon. Ich würde sogar sagen, dass wir hier einmal flüchten. Damit hast du nicht gerechnet, ne? So, dann gucke ich mal, was hier noch so ist. Hier unten ein Item. Sandsturm! Yay! Wem soll ich wohl Sandsturm beibringen? Höchstens Sandan oder Kamaub. Oh, Pupanze, dich hätte ich auch gern gehabt, weißt du das? Aber da kam ja ein Sandan dazwischen. Deswegen, schade. Aber dich hätte ich auch gern gehabt. Flucht! Du bist nämlich ein ganz schönes Pokémon eigentlich. Vor allem deine Weiterentwicklung, die ist auch ziemlich interessant. Och, Alter. Noch so ein Sandan. Ich will hier doch einfach nur aus der Wüste raus. Ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile alle Trainer erledigt, ja. Und mehr gibt es hier in der Wüste auch eigentlich nicht zu machen erstmal. Es sei denn... Da unten ist noch ein Trainer. Komm, den holen wir uns noch. Du bekommst ein Sandwich von mir, wenn du verlierst. Wisst ihr, wegen Sandwich, Sandwich, wisst ihr, Sand und... wieso setzt du einen Schwalbini ein? Na gut. Pokémon. Torlinde. Du bist dran. Hi. Energiefokus. Oha. Das Schwalbini hat was vor. Ja, jetzt werden wir erstmal hier gedonkt und da gedonkt. So. Funksprung. Britzel. Weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, wen hast du jetzt? Noch ein Vogel. Blanas. Okay. Ist kein Vogel. Leider. Ah, aber wir könnten da vielleicht mit Arnold reingehen. Pokémon. Arnold. Hallo. Härtner. Mach mal. So, jetzt kommt erstmal wieder der Sandsturm, bevor wir angreifen dürfen. Ja, sehr gut. Ach, Arnold. Mit dir werden wir noch Spaß haben, glaube ich. Wenn du so lange überlebst. Ich glaube, ein Härtner bringt dir nicht mehr viel. Yeah. So, tschüss dann. Yeah, sehr gut. Ach, ich liebe Erfahrungspunkte. So viele, so, weißt du? Das ist so, so befriedigend. So, ja, was mit deinem Sandwich ist, ist mir jetzt gerade mal egal. Tschüss dann. So, die haben wir schon. Okay. Jetzt werde ich kurz mal hier rausgehen. Und nochmal reingehen. Und nochmal raus. Und nochmal rein. Scheiße. Wie geht denn das da? Mit dem Turm da. Pupanze. Ich hätte gern den Turm. Naja. Also wenn ich den jetzt nicht sehe, direkt. Ja, jetzt gleich hier so, dann. Wie Flucht unmöglich. Was willst du denn? Wie, was Flucht unmöglich? Oh mein Gott. Alter. Weißt du, was ich echt geil fände? Also so richtig geil. Immer erst, weißt du, so viel Aufwand, ne? Für nix. Du könntest einfach flüchten, Miguel.
hat ja schon vorher geklappt. Bei wie vielen Viechern? Auch bei einem Pupanze. Aber ne Finale! Gut, dass wir ausgetauscht haben, mein lieber Scholli, du. So, also jetzt gucke ich nochmal. Ansonsten beende ich jetzt hier die Aufnahme, die Folge. Und die nächste beginnt, wenn ich das sehe, was ich sehen will. So, einer geht noch. Lalalala, dugidugidu und her damit. Okay, na gut, also wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Ne? Ich gehe nochmal gerade zum Pokémon Center runter nach Malvifro, um dann eben meine Viecher-Misse zu heilen. Und dann treffen wir uns gleich hier wieder, ja? Wenn ich jetzt sehe, was ich sehen will. Genau, bis zur nächsten Folge. Bis dann.